Das war also das Pressegespräch am Ende der Islamkonferenz, das Pressegespräch heute hier in Berlin. Die Ministerin Schwesig, die hat zusammengefasst die beiden großen Themenbereiche, die da heute eine Rolle spielen. Denn ursprünglich sollte ja über die Wohlfahrtspflege gesprochen werden, wurde ja auch. Aber natürlich hat der aktuelle Druck der Ereignisse in Paris Themen diktiert. Und auch diese Themen wurden heute in der Islamkonferenz aufgenommen. Frau Schwesig hat es so ausgedrückt. Sie hat gesagt, in der Wohlfahrtspflege würde konkrete Arbeit konkrete Probleme lösen helfen. Und das sieht sie auch als elementaren Bestandteil, ja, dieses kulturellen, gesellschaftlichen Dialogs und der gemeinsamen Arbeit in der Gesellschaft. Soweit also diese Pressekonferenz, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber ich würde gerne noch Jeanette Clark einmal ansprechen, meine Kollegin, die vor Ort ist. Sagen Sie mal, wird es heute in irgendeiner Weise so fortgesetzt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz auch auf die Mahnwache gehen, dass sie also hinausgehen ins reelle Leben, um zu sehen, wie es dort ist? Das wird so sein und allein deswegen schon, weil ja die muslimischen Verbände die Organisatoren dieser Mahnwache heute Abend am Brandenburger Tor sind. Der Zentralverband der Muslime und auch die türkische Gemeinde in Berlin haben ja zu dieser Mahnwache und auch zu der Großkundgebung, die es mittlerweile werden wird, aufgerufen. Von daher werden natürlich hier die Vertreter der Verbände heute Abend am Brandenburger Tor sein. Und wenn man ein bisschen auf den Ablauf schaut heute Abend, dann wird schon deutlich, dass das Signal, was auch hier von dieser Islamkonferenz ausgeht, nämlich Zusammenstehen und Zusammenhalt und gemeinsam hier in Deutschland für ein weltoffenes, für ein tolerantes Deutschland zu werben, das wird sich heute Abend nämlich fortsetzen. Da ist es ja so, dass sich die Vertreter aus Politik, anderer Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften und Tausende von Menschen anschließen werden. Die Bundeskanzlerin wird da sein, der Bundespräsident wird da sein, Parteien und Regierungsmitglieder natürlich. Und der Ablauf wird in etwa so sein, dass um 17.45 Uhr nämlich einer der Organisatoren, der Zentralrat der Muslime, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten vor der französischen Botschaft hier am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor einen Kranz niederlegen wird in Gedenken an die 17 Terroropfer von Paris und dann um 18 Uhr die Kundgebung startet und dort werden Verse aus dem Koran vorgelesen, ein Appell für Völkerverständigung und dann geht es weiter mit einer Ansprache eines Vertreters des Zentralrats der Muslime, dann wird es Ansprachen geben vom regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller und dann werden die anderen Religionsgemeinschaften auch kurze Grußworte sprechen, die evangelische Kirche mit einem Vertreter, die katholische Kirche und der Zentralrat der Juden. Es wird eine Schweigeminute geben und Bundespräsident Joachim Gauck wird ebenfalls noch sprechen. Das heißt, hier werden sich heute spätestens gegen 17 Uhr, denke ich, auch von dieser Islamkonferenz alle auf den Weg machen zum Brandenburger Tor. Jeanette Clark, vielen Dank für diese zusätzliche Information.